Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schammer, Paartherapeut, Beziehungscoach und Psychologe, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir ein besonderes Schmankerl aus der Tinder-Welt, einen noch etwas anonymisierten Tinder-Chat, wo meiner Ansicht nach klar wird, also das entspricht wirklich genau den Dating-Erfahrungen, die ich gemacht habe auf Online-Dating-Apps als Mann auf jeden Fall, wo, denke ich, deutlich wird, was da alles schiefläuft, zumindest wenn man sich das hier aus, wahrscheinlich ein bisschen mehr aus Sicht des Mannes mal anguckt. Also es ist ein Mann und eine Frau, die sich über Tinder kennengelernt haben. Ich blende das hier mal ein und man sieht dann, vermute mal, dass sie ein Match hatten und dann, was schreibt man dann? Smiley, Smiley, ist ja auch schon so wahrscheinlich abgefuckt von den vielen Gesuche auf Tinder, vermutlich mal beide. Und jetzt das Graue ist die Frau, das Blaue ist der Mann. Also ich schreibe dann, nach was suchst du hier? Also es wird überhaupt nicht, das ist was, glaube ich, ich muss es heute mal ein bisschen mehr aus Sicht des Mannes schreiben, was, glaube ich, viele Männer, die auch ein Großteil der Teilnehmer sind auf Tinder, ich glaube so zwei Drittel ungefähr sind die Zahlen, was wirklich so schwierig ist, das Riesenanspruchsdenken von vor allen Dingen vielleicht auch jüngeren Frauen, die natürlich ja da wahrnehmen, dass da eine Riesenauswahl ist. Und natürlich läuft aus Frauensicht auch nicht immer alles gut. Und was man hier so sieht, überhaupt keinen Versuch irgendwie, auch gar nicht die Erwartung, dass das notwendig wäre. Männer denken immer, sie müssen irgendwas Lustiges schreiben, damit überhaupt zurückgeschrieben wird. Aber hier gar keine Erwartungshaltung gleich. Kein nettes Wort, hey, was ist das für eine Sportart, die du da auf deinem Foto machst, oder was suchst du hier sofort, Interviewmodus, bam, klar, ist natürlich auch wahrscheinlich, Männer offensichtlich aus ihrer Sicht nicht das suchen, was sie sucht, klar, kann man, ist ja auch verständlich irgendwo, aber überhaupt keinen. Es geht gleich voll rein, gleich, das habe ich auch so oft erlebt, so in the face, direkt wird man so eigentlich so, wenn man das Gefühl, man wird so digital angemeiert, angestoßen. Was suchst du hier? schreibt er, erstmal ein interessantes Date für dieses Format, das scheint schon recht ambitioniert, also er bemüht sich lustig zu sein, schlägt nicht die gleiche Kerbe, wenn das Gespräch wahrscheinlich sofort beendet wäre. Ja, was wäre denn interessant? Und jetzt gleich der Versuch des Mannes, aus diesem Interview-Scheiß rauszukommen und einfach eine schöne Unterhaltung zu haben und dann einfach ein fucking Date auszumachen, so, ne? Und nicht gleich in so einem Interview-Modus zu sein, ne? Okay, also er ist schon so ein bisschen beschwichtigen. Prinzip reicht schon ein Gespräch abseits der Was machst du so Fragen? Bin da ganz bescheiden. Also einfach nur einen bescheidenen Wunsch, dass ich aus diesem Fragenhagel, der jetzt hier entsteht, rauskomme. Okay, jetzt der nächste Punch in the Face. Was suchst du wirklich? Was suchst du wirklich? Ich bin schlecht darin, unbezahlte Ladotaten. Also das ist gleich so ein Riesen... Also für mich kommt daraus so ein Riesen Anspruchsdenken. Und also es ist im Grunde genommen wieder... für mich ist das so männliche Polarität, ne? Wenn Frauen in der männlichen Polarität daten, warum auch immer, vielleicht hat sie schlechte Erfahrungen gemacht und was weiß ich, ne? Aber dann... Ja, kommen sie in so einen Kram rein und Hund macht wieder auf sich aufmerksam, okay. und gleich die nächste so, was suchst du etwa, eine unbezahlte Alleinunterhalterin? Also was hat das mit Dating, was hat das noch ansatzweise, sagt's mir Leute, was hat das noch ansatzweise mit Dating zu tun, dass man sich so, dann sollte man gar nicht auf Tinder sein, wenn man so fucking frustriert ist, ne, so drecksfrustriert ist, wirklich. Dass man einen Typen dann nur noch so anmeiern muss mit, suchst du etwa eine Leinwandunterhalterin? Oh, also das ist ja überhaupt nur Antwort, das finde ich schon erstaunlich. Aber ja, das ist, wo Männer häufig durchgehen müssen, dass sie überhaupt auf ein Date kommen. Also zumindest jüngere, also eher so in der jüngeren 50%. Weil, wie gesagt, das ist riesen Anspruch. Also man kann Männern echt nicht, also vor allem jüngeren Männern echt nicht raten, auf einer Dating-App zu sein, wirklich nicht, ne? Er versucht wieder lustig zu sein. Ich dachte, du bist bezahlt in der Jungen, suche etwas mit Perspektive. Also er versucht immer noch, have fun,
Also Hangout, have fun, hook up, Spaß haben, damit wir endlich jetzt dieses Date ausmachen können. Aber sie lässt es ja nicht, ne? Was kommt nach der letzten Frage? Nee, jetzt kommt. Oh, das habe ich mich vertan hier in dem Dings. So, jetzt kommt. Ich suche auch was mit Perspektive. Gibt es noch ein Herzchen vom Mann? Jetzt kommt der nächste Member. Kannst du kochen? Sorry, was? Was hat das noch mit Dating zu tun? Jetzt Mann schon leicht genervt. Was kommt in der letzten Frage? Ich koche, aber meine Oma kann immer noch besser kochen, vor allen Dingen backen. Du scheinst ja ein Gourmet zu sein. Immer noch nett, trotz dieses wirklich, sorry, das ist einfach rüpelhaften Verhaltens der Frau. Und ich habe das auch so oft erlebt auf Dating-Apps, dass man so angemeiert wird. Und klar, wenn du jetzt, riesen V-Form hast und Pilot und ich weiß nicht was, dann passiert das vielleicht nicht so schnell irgendwie, aber wenn du dich so mal gerade eben das Match gekriegt hast, dann ist das hoffentlich so die Realität. Ne? Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das seht, und sicherlich gibt es aus Seiten der Frauen, sie ist ja auch offensichtlich einfach total frustriert, sich gibt sicherlich auch Stories, könnt ihr mir auch gerne schicken. Mal, gut. Ich suche einen Partner, der kochen kann, weil ich auch kochen kann und nicht einen Job als unbezahlte Köchin beim überlebensunfähigen Menschen haben möchte. Wie fucking unfreundlich ist das? Ich meine, ich verstehe ja diesen Impuls. Ich möchte nicht, ich bin eine moderne Frau, ich will nicht für einen Mann kochen, ja. Was hat das in den zu suchen, bevor man überhaupt ein Date ausgemacht hat, ne? Also vor allem in dieser wirklich abgefuckte. Also das ist ein Tonfall, also wer will, dass so mit einem geredet wird irgendwie, ne? Und was zieht diese Frau dann an? Also entweder Männer, die irgendwie sehr pluspolig sind und co-abhängig irgendwie, die sich das bieten lassen, so ein Scheiß wirklich, ne? Oder, keine Ahnung, sie hat wirklich, also das ist ja auch wirklich respektlos, finde ich, ne? Oder sie hat Respekt vor dem Mann, dann muss es wahrscheinlich irgendwie so ein super polarer bis Bad Guy sein, der wiederum hat ja wahrscheinlich diese schlechten Erfahrungen, die sie offensichtlich hatte, vermute ich mal, beigebracht. Und so geht das dann alles daneben, ne? Schreibt der Mann wieder witzig, finde ich. Es klingt nach einem langen Leidensweg. jetzt kommt sie wieder wirklich völlig random, ne? Ich meine, sie kennt sich nicht, ne? Die meisten finden Essen nicht wichtig. Wer findet den Essen nicht wichtig? Ich weiß es nicht. Ich schon, man besteht aus dem, was man isst. Also es ist wirklich, als wenn es wirklich so einer völlig freien Assoziation, also geht gar nicht darum, diesen Mann kennenzulernen, nur Interviewmodus, nur auch irgendwo ja, wenn man so will, Unterstellung. Du suchst auch nur eine, die für dich kochen soll. Du suchst nur eine Alleinunterhalterin. Er kriegt jetzt diesen Frust ab, den sie da vielleicht mit anderen hatte. Das ist ganz schrecklich, wirklich. Ich will nicht mit jemandem etwas anfangen, ja, der nicht kochen kann, weil ich das sonst zwangsläufig muss und ich mag keine veralteten Rollenbilder. Also da sind so viele Vorannahmen drin. Also erstmal macht sie ein Thema auf, was der Mann überhaupt nicht aufgemacht hat irgendwie, unterstellt ihm das alles. Und ist also wirklich im völlig freien Assoziationsmodus und es ist wirklich shocking. Ich finde es wirklich shocking und da frage ich mich echt, wie soll das funktionieren auf Online-Dating? Ist ab und zu funktioniert es ja scheinbar. Und auch, wie gesagt, meiner Ansicht nach, ich meine, es geht jetzt nicht darum, wer kocht oder so, aber meiner Ansicht nach typisch eine Frau, die total frustriert aus der männlichen Polarität datet. Und das kann so nicht funktionieren. Aber mehr dazu in meinem neuen Buch, Feuer und Flamme. Ich habe auch schon, unter diesem Video sollte auch schon der Amazon-Link drunter sein, dauert aber noch bis September, werde ich das alles nochmal aufdröseln, aber könnt euch auch gerne mal, entweder ein Supporter, Liebische oder hier drunter, auch mal eure Erfahrungen mit Online-Dating-Chats, aber sorry, das ist, ich weiß, was ist mit der Welt los, Leute, können wir nicht einfach schützenfest machen und da lernt man sich kennen, irgendwie wie früher oder Feuerwehrfest oder Tanz in den Mai oder meinetwegen Ü30-Party oder ich weiß nicht was, muss das sein irgendwie, aber das ist, hat viel mit diesem, wie ich immer sage, deregulierten, liberalisierten Datingmarkt zu tun, wo das dann passiert, so, ne, und auch viel mit Online-Dating meiner Ansicht nach und
In diesem Sinne, ich muss den Hund, glaube ich, mal rauslassen. Wir sehen uns bald wieder, Freunde. Ciao, ihr Lieben. Macht die fucking Kurse. Den Dating-Kurs vor allen Dingen.